Architekturen können sehr individuell sein. Und manchmal kommt der Kunde ja auf Gedanken und auch auf Lösungen, die vielleicht nicht so unbedingt Standard sind und die vielleicht auch mal extrem komplex sind in der Umsetzung. Ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwann in einem SAP BW eine Logik gebaut, wo wir immer sagten, so, okay, hoffentlich müssen wir da nie wieder ran, weil das wäre so die berühmte Operation am offenen Herzen. Hat auch gehalten, wunderbar. Das ist dann so ein extrem komplexer Ableitungsmechanismus gewesen. Und da hat dann bei dem Kunden irgendwann mal der Support gewechselt. Und der hat halt eine vermutlich bedeutungslose Prozesskette abgeschaltet und schon liefen die Daten weg. Wie kommt ihr bei komplexen Themen dahinter und vielleicht auch bei so individuellen Lösungen? Das finde ich extrem interessant. Also, was braucht es da für euch, damit ihr erfolgreich seid und wie kommt ihr da an das Pudels Kern, sagen wir es mal so? Also unsere Kollegen im Support, das sind natürlich nicht die reinen Techies, ja, sondern die müssen schon ein bisschen Ahnung von Betriebswirtschaft haben. Also was hat der Kunde da für eine Anwendung gemacht? Weil sonst würden wir uns ja in die Reihe der Hersteller-Supporter stellen, die ähnlich gelagerte Themen und Probleme auch haben am Personalmarkt. Aber die sagen im Grunde, funktioniert meine Datenbank so, wie die soll, wie das die Dokumentation hergibt. So, beim Kunden ist aber immer eine Anwendung. Der Kunde hat ja irgendwas gemacht mit der Technologie. So, wenn man das nicht halbwegs durchdrungen hat und versteht, dann kann man da natürlich, dann kann man den wirklich nicht zufriedenstellen. Dann könnte man am Ende zum Ergebnis kommen, ja, der Prozess hat Daten von A nach B geschrieben, aber dass das in der Situation vielleicht Blödsinn war, natürlich nicht. Also die Empathie haben unsere Kollegen schon. Ich meine, wir sind ja jetzt noch nicht so lange unterwegs. Viele kommen ja aus der Beratung oder kommen auch aus der Praxis. Also zwei Kollegen, die vorher im BICC bei jetzigen Kunden, ist einer geworden, gesessen haben, die haben gesagt, ich möchte einfach mehrere Unternehmen sehen. Ich möchte mehr von anderen Technologien lernen, wissen und anwenden können, als hier immer in meinem Unternehmen, wo ich nur Produkt X oder Produkt Y habe. Also mit entsprechender Empathie. Und natürlich muss der Austausch mit dem Kunden sein. Da ist meistens der Engpass, ne, dass der Kunde das technisch nicht durchdringen kann, was für ihn mal gelöst worden ist. Dann brauchen wir den Implementierer. Ne. Und mit dem wollen wir ja den Kunden noch zusammen happy machen. Ne. Verstehe. Aber ich finde das spannend, dass ihr einen fachlichen Background habt oder dass du sagst, du kommst eher von der Fachseite und guckst auf das Thema und unterstützt die Seite, als dass du sagst, du unterstützt den IT-Support. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt und auch glaube ich, nochmal ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Ja, also die Übersetzungsleistung der Fachanforderung in die IT-Umsetzung ist ja immer wieder ein Thema, eben diese Übersetzung hinzukriegen. Genau. Ich darf noch eine Geschichte erzählen. Ja, Es unbedingt. gibt Hersteller am Markt, die haben mit dem eigenen Support, sind die, sagen wir mal, die haben einen, aber der führt nicht immer zur Kundenzufriedenheit. So, weil eben genau diese Situation entsteht, dass der sagt, ja, aber unsere Software XY, die tut's doch. Ne? Warum können wir euch nicht helfen? Für die sind wir natürlich sehr gern gesehener Partner. Und das ist so weit gegangen, dass wir von einem Hersteller den kompletten Support übernommen haben. Das heißt, da haben wir jetzt eine Konstellation, dass man dem Kunden gegenüber als Hersteller noch auftreten muss. Da melden wir uns dann auch im Namen dieses Herstellers. Aber sämtliche Supportanfragen kommen bei uns an. Da hat der Hersteller halt auch gemerkt, ich habe den Stress nicht. Die haben ja auch nicht die Support-Organisation. Das ist ja immer der Punkt. Weil wir einfach sonst nichts, ohne dass es irgendein Ticket für gibt, ne, wo das mit durchläuft. Da kann nichts verloren gehen. Und natürlich hat jeder Hersteller seine Supporter da sitzen, aber das sind dann auch wieder Berater, ne, die das machen.